Das Ergebnis der Aussprache ist, dass wir ein Verfahren jedenfalls vereinbart haben, wie wir besser zu Informationen kommen, dass wir an die wichtigen, entscheidenden Informationen hinter den Zahlen kommen, also die Grundlagen von den Gutachten zum Beispiel, auch dass wir die Verträge mit einsehen können. Insofern sind wir einen Schritt weiter, was das Angebot anlangt. Soweit ist die Bahn bisher noch nicht gegangen, aber es war auch höchste Zeit und wir klagen das schon seit langem ein, dass wir endlich mal die Originalinformationen brauchen, nicht immer Informationen über die Informationen. Fritz Kuhn hat zu Recht gesagt, Vertrauen kann man schnell zerstören und es dauert ewig lange, bis es wieder aufgebaut ist. Ich meine, es gibt einfach auch ein gewisses Misstrauen unter den Partnern, das kann man nicht übersehen. Und ich meine aber auch bei einem Projekt, wo es um so viel geht, um so viel Geld, um so viel Steuermittel, da muss man auch mit einem gewissen kritischen Auge draufschauen und man muss die Projektpartner nicht lieben, sondern man muss mit ihnen zusammenarbeiten und muss sie aber auch kontrollieren. Insbesondere die Bahn. Wir haben ja auch reiche Erfahrung damit, was die Bahn alles nicht gemacht hat oder falsch gemacht hat. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich die Erwartung von jedem, der Steuern zahlt, dass die Landesregierung guckt, dass wir nicht einfach irgendwie Geld ausgeben und nicht wissen, was damit passiert. Also die Entscheidung liegt jetzt wirklich beim Aufsichtsrat. Er überprüft nochmals die Gutachten und die Zahlen und der Aufsichtsrat muss dann entscheiden, ob er das Projekt für wirtschaftlich hält und für verantwortbar hält. Und wir werden unsererseits die Zahlen anschauen und versuchen nachzuvollziehen, wie überhaupt diese Kostensteigerungen zustande kommen. Und wir werden natürlich auch prüfen, ob das Projekt überhaupt je durchfinanziert ist oder durchfinanzierbar ist. Das Land wird sich nicht an Mehrkosten beteiligen. Das haben wir jetzt mehrfach beschlossen und immer wieder gesagt. Und das gilt auch heute noch. Der Kostendeckel gilt. Das ist auch in der Volksabstimmung so festgehalten, das ist in einer Kabinettssitzung so festgehalten und am Kabinettsbeschluss festgehalten, in einem Koalitionsbeschluss und daran wird nicht gerüttelt.